die beste Gelegenheit heute zu einem bestimmten Tag, zu einem feierlichen Tag, hierher ans Tivoli zu kommen. Heute vor 25 Jahren haben die Pudis hier ihr erstes Konzert gegeben. Und heute, nach 25 Jahren, wollen wir nicht sagen, dass sie aufhören. Nein, sie werden weitermachen bis zum Umfallen, bis zum bitteren Ende, stimmt's? Ja. Aber heute ist ein besonderer Tag, denn heute werden sie einen Baum pflanzen. So, was gibt es jetzt noch zu sagen, was ich noch fragen wollte? Ihr seid mit vielen Bands schon aufgetreten. Habt ihr eine Band, wo ihr sagt, mit der immer, weil ihr die ganz einfach so richtig lieb habt, die euch ans Herz gewachsen ist? Gibt es da irgendeine Band, wo ihr sagt, ja, mit der immer auf der Bühne stehen? Die Stones. Mit der immer? Die Stones, ja. Die Stones, ja. Die Stones. Und das ist euer Traum, ja? Mit den Stones einmal auf der Bühne stehen. In Peking. Mit den Stones in Peking auf der Bühne stehen. Das wäre doch mal was. Vielleicht kriegen wir es ja mal in den Griff. Ich meine, wir haben ja heute ein paar Fernsehstationen hier. Und es wird auch aufgezeichnet. Vielleicht dann, wenn ihr euer 30. feiert, dann wäre das doch was, oder? Jetzt vor drei oder vier Monaten das letzte Mal hier. An zwei Tagen hintereinander. Wir hatten zwei Tage ein ausverkauftes Haus hier im Tivoli. Und das ist auch ziemlich erstaunlich. Aber das ist nicht nur in Freiberg so, sondern eigentlich in der gesamten BRD. Wie ist das in den alten Bundesländern? Da habe ich gehört, da habt ihr auch jede Menge Fans. Wie erklärt ihr euch das? Also wir selber können uns das nicht erklären. Ihr müsst vielleicht mal die Leute fragen. Ja, ich kann sie nicht fragen. Also die sind alle aus Freiberg. Ist jemand da, der von weiter her kommt? Ja. Ja? Wo kommen Sie her? Aus Teterow. Teterow, wo ist das? In Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern. Und Ihre Tochter heißt auch Melanie, oder? Nein, das ist meine Nichte. Und die Nichte heißt wie? Annika. Und ist auch Pudis-Fan, ja? Nein? Macht nichts. Du bist doch heute Abend beim Konzert dabei. Und spätestens dann bist du einer, ne? Wir haben diese 25-jährige Eiche extra für die Pudis besorgt. Finanziert von den Freibergern bei der letzten Tour hier in Freiberg auf dem Obermarkt. Dort haben wir ein Plakat von den Pudis versteigert. Insgesamt 200 D-Mark. Und hier, ich meine, das Ding, das hält ja nicht. Müssen wir jetzt irgendwas machen mit dem Baum? Der kippt ja sofort wieder um, wenn wir den jetzt aufstellen. Arbeiten von uns und dann werden die Pudis ihn selbst aufrichten. Selbst aufrichten? Ja, das will ich sehen. Das haben sie versprochen. Aber bevor wir das alles aufrichten, würde ich die Pudis nochmal bitten, ganz einfach zu mir zu kommen. Weil ihr habt ja nun einen Klassiker geschrieben. Einen Klassiker, alt wie ein Baum. Und ich meine, den kennt jeder. Den summt das kleinste Kind bis zum ältesten Herrn. Wenn es um die Pudis geht, weiß jeder sofort, aha, das sind ja die alt wie ein Baum. Und ich würde euch bitten, ganz kurz eine Strophe nochmal a cappella. Kriegen wir das in den Griff für unsere Freiberger hier? A cappella. Alle singen natürlich mit. Die Pudis stimmen an. Kriegen wir das in den Griff? Ja, super. Dann würde ich mal bitten, komm einfach mal ein bisschen rüber. Er mogelt sich immer an die Seite hier. So, noch ein bisschen zusammen und dann, Maschine, stimmst du an oder? Wasser singt, Wasser, komm. Wasser heute. Alt wie ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Alt wie ein Baum mit einer Krone, die weit, 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 weit die Wahrheit über Felder zeigt. Alle meine Träume, yeah! Fang ich damit ein, yeah! Alle meine Träume, yeah! Zwischen Himmel und Erde zu sein. Na, das war doch schon was, oder? Wolltest du noch weiter singen, ja? Mensch, da kann man noch applaudieren für die Boonies, so. Früh am Morgen sind sie noch gut drauf, haben wir lange gefädelt heute, aber heute geht es noch weiter rund. Ich würde euch bitten, jetzt einfach mal die Schaufel zu nehmen, die Spaten zu nehmen, denn jetzt seid ihr gefragt. Ist euch ein bisschen kalt? Nein? Sonst hätte ich euch gesagt, macht euch jetzt warm. Das Ding muss jetzt hoch, schaffst du das? Ja, klar. Probier mal. Bäume stemmen, die Lieblingsaktion. Nicht nur Helge Schneider hören und anschauen, sondern Bäume stemmen. Das ist jetzt das Motto. Und da steht das Ding schon. Ich frage mich bloß, wie hält das jetzt auch, dass es nicht zur Seite abkippt? Jetzt kommt ein Schlauch rum. Jetzt kommt ein Schlauch drum, sagst du. Du kennst dich ja ziemlich aus. Hast du früher mal in der Baumschule gearbeitet? Nee, wurde mir erklärt. Was macht man mit dem Schlauch dann? Dass der Baum Luft kriegt. Was? Da kommt ein Schlauch rein? Das ist eine Drainage. Untenrum. Das ist ja lustig, wusste ich ja noch gar nicht. Und da kriegt er Luft, ja? Und im Tivoli steht dann irgendwie eine Flasche mit Sauerstoff und die drehen wir dann immer auf und müssen im Monat auswechseln. Ne? Ja. Kann sein, ja. So, die Pudis schaufeln das ganze Ding jetzt erstmal.
eingehackt? Eigenartig.